Bis nach Hause hatte ich vielleicht noch 500 Meter. 100 Meter weiter habe ich dann gemerkt, dass jemand hinter mir ist. Ich hatte schon Angst. Bin dann halt schneller gelaufen, habe gemerkt, die Person läuft schneller. Die Angst stieg noch mehr in mir hoch. Er riss mich zu Boden. Seine Hände gingen dann sofort an meinen Hals. Sein Körper drückte auf meinen Körper und er würgte mich, bis ich bewusstlos war. Das, was Claudia Pfeiffer hier erzählt, ist mehr als 30 Jahre her. Damals war sie gerade 16. Der Täter Volker Eckert, ein Mann, der später als Lkw-Mörder in die Kriminalgeschichte eingehen wird. Und damit guten Abend, willkommen bei Die Spur der Täter. Was sind das für Menschen, die ihr Leben lang Verbrechen begehen, die als Teenager schon zum Mörder werden und gefährlich bleiben, wann immer sie in Freiheit sind? Hochrisikotäter, sagen die Experten dazu. Über zwei dieser Männer werden wir heute Abend berichten. Wir sind auf der Spur von Serientätern ohne Reue und Mitgefühl. Es gibt nur wenige Fotos von Volker Eckert. Diese wurden 2006 veröffentlicht, als er in Deutschland verhaftet wurde. Der Tatvorwurf: Er soll eine Prostituierte in Spanien ermordet haben. Ich war damals der als erster von diesem Fall erfuhr und man bestimmte mich dazu, doch hier diesen Fall zu übernehmen. Ralf Behrendt leitet die Ermittlungen. Sein Ziel ist es, dass Eckert ihm den Mord an der Prostituierten gesteht. Schon bei der ersten Vernehmung merkt der Kriminalhauptkommissar, dass Eckert auf keinen Fall nach Spanien ausgeliefert werden will. Ein Prozess in Deutschland scheint ihm lieber. Und so beginnt er seine Aussage mit einer Überraschung. Er fing damit an, dass er eine Mitschülerin, er ging in Plauen in die Schule, eine Mitschülerin getötet hätte. Er war damals 15 Jahre alt und die Mitschülerin war gerade 14. Silvia U. starb am 7. Mai 1974. Es war Selbstmord, ergaben damals die Ermittlungen. Mehr als 33 Jahre später behauptet Volker Eckert nun, er habe das Mädchen in Plauen getötet. Er wollte dieses Mädchen sexuell bedrängen, wollte Sex und er wollte sie auch würgen. Er hatte schon seit geraumer Zeit das Bedürfnis, Frauen zu würgen, bis sie tot ist bzw. bewusstlos ist. Er setzt sein Vorhaben um. Er tötet das Nachbarsmädchen. Anschließend tarnt er die Tat als Selbstmord. Wir wussten die Situation, die am Tatort war, durch Volker Eckert. Es gab keine Unterlagen mehr dazu. Aber Volker Eckert hatte explizit aufgezeichnet, wo was stand. So entsteht der genaue Grundriss des Tatortes. Mit diesen Informationen überprüft der Kriminalhauptkommissar die Aussagen Eckerts bei der Mutter von Silvia U. Sie konnte sich noch erinnern, wie damals die Situation war, als sie die tote Tochter aufgefunden hat. Und diese Situation von der Stellung verrückten Möbeln und dergleichen deckten sich mit den Angaben von Volker Eckert zu 100%. Damit ist für die Ermittler klar, Silvia U. wurde von Volker Eckert getötet. Doch warum wird ein knapp 15-Jähriger zum Mörder? Norbert Nedopil ist forensischer Psychiater. Er hat Volker Eckert begutachtet.
zwischen 9 und 6 Jahren muss es das erste Mal gewesen sein, dass er sexuelle Erregung bei den langen Haaren der Puppe seiner Schwester empfunden hat und dabei sich selbst befriedigt hat. In einem Alter, das eigentlich üblicherweise zu früh ist, in dem andere Knaben, mit denen man sich vielleicht unterhält, was macht man, was erlebst du, das gar nicht interessiert. Und er war damit allein mit seinen Fantasien und mit seinen sexuellen Bedürfnissen. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass es kanalisiert wurde in diese Richtung, weil er nicht relativieren konnte. Und mit diesem Fetisch ist ja eigentlich alles losgegangen. Der Fetisch mit den langen Haaren führt zu seinem ersten Mord, den er vertuscht. Einige Jahre später vergewaltigt er ein Mädchen in Plauen. Auch sie hat langes Haar. Sie kann ihren Peiniger identifizieren und zeigt ihn an. Als er nach dieser Vergewaltigung festgenommen worden ist, ist er begutachtet worden und man hat das abgetan als pubertäre Fehlentwicklung oder pubertäre Orientierungsentwicklung, die schiefgelaufen ist, und man hat ihn für 2 Jahre in eine Jugendhaftanstalt gesteckt. In den 80er Jahren ändert Eckert sein Vorgehen. Ihm ist klar, er will nicht noch einmal ins Gefängnis. In Plauen überfällt er Frauen nun so, dass er nicht erkannt wird. Sein Ziel, seinen Fetisch ausleben. Dazu hat er sich vorgenommen, dass er niemand mehr umbringt. Und seine Methode war, ich nähere mich in der Nacht von hinten an eine Frau, mache sie sofort sehunfähig, bewusstlos oder ja, indem ich was vor ihre Augen halte, wühle in ihren Haaren und das reicht. Eines seiner Opfer ist Claudia Pfeiffer. Es ist der 7. November 1987, als Volker Eckert sie überfällt. Er würgt die damals 16-Jährige, bis sie bewusstlos ist. Ich bin wach geworden und habe gemerkt, dass jemand neben mir war. Habe dann so überlegt, warum hilft die Person mir nicht. Und habe dann aber das irgendwo ausgeblendet. Man hat ja dann nur den Gedanken nach Hause, nach Hause. Und habe mich versucht hochzurappeln. Die Person ist dann vor mir weitergelaufen. Ich habe dann gemerkt, dass er das war. Und auch aus heutiger Sicht weiß ich, dass er es war. In dieser Zeit werden in Plauen etwa 35 Frauen mit langen Haaren überfallen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Claudia Pfeiffer hat bei dem Überfall auch das Gesicht ihres Angreifers gesehen. So entsteht ein Phantombild des Würgers. Das Phantombild wurde überall verteilt. Und an dem Montag danach wollte der Herr Eckert seine Ausreisepapiere holen, die er zu der Zeit beantragt hatte. Und dort saß ein Beamter, der gemerkt hat, aufgrund von dem Phantombild, das könnte er sein. Schließlich überführt Volker Eckert dieses Silberpulver, das Claudia als Make-up verwendet hat. Denn er hat das Pulver als Trophäe mitgenommen. Die Ermittler finden es in seiner Wohnung. Es war das Beweismittel, das ihn wirklich überführt hat. Und dieses Pulver habe ich mir von einer Freundin in diese Kugel machen lassen, als Erinnerung. Volker Eckert wird 1987 in der DDR zu 10 Jahren Haft wegen versuchten Mordes verurteilt. Nach dem Mauerfall kommt er bereits 1994 auf freien Fuß. Er muss sich aber einer Therapie unterziehen. Er hat auch versucht, eine Therapie zu machen, die allerdings am Kern vorbeigegangen ist, würde ich mal so sagen. Mit dem Wissen von heute über ihn und mit dem Wissen über heute über Sexualität hätte man ihn in der Form nicht mehr entlassen. Eckert zieht nach Hof in Bayern. In den ersten Jahren nach seiner Freilassung begeht er keine Straftaten. Die Fantasien bleiben aber. Im Jahr 2000 wird Eckert Lkw-Fahrer.
Auf den langen Touren ins Ausland fühlt er sich sicher. Er sucht sich wieder Opfer. Diesmal sind es Prostituierte mit langen Haaren. Er hat offensichtlich gewusst, dass im Ausland der genetische Fingerabdruck, sein genetischer Fingerabdruck, nicht zur Verfügung steht und er damit nicht identifiziert werden kann, wenn er weit genug weg ist. Und er sucht sich Opfer aus, nach denen nicht so schnell jemand fahndet. Deswegen Prostituierte, und zwar Prostituierte mit langen, echten Haaren. Das war sozusagen der Fokus, auf den sein Interesse gerichtet war. Eckart stranguliert seine Opfer mit einem Seil, wie damals das Nachbarsmädchen in Plauen. Er vergeht sich an den Frauen, ermordet sie und beseitigt dann die Leichen. Schließlich nimmt er sogar Trophäen von seinen Opfern mit. Er schneidet den Prostituierten Haarsträhnen ab. Das Abschneiden der Haare ist erst mit dem LKW-Fahren gekommen. Ja, das. Und auch nicht von Anfang an. Dann kam hinzu Fotos machen. Dann kam hinzu das Fesseln des noch lebenden Opfers. Dann kamen Videofilme dazu, also die mit der Kamera, mit der Handykamera gemacht worden sind und solche Sachen. Also es ist eine relativ charakteristische Progression dabei gewesen. Bis 2006 kann Eckart unerkannt morden. Er tötet mindestens 6 Frauen in Frankreich, Italien und Spanien. In Spanien stoßen die Ermittler dann im November 2006 auf die entscheidende Spur. Nach dem Mord an Miglena P. überprüfen sie eine Überwachungskamera ganz in der Nähe. Zur Tatzeit ist dort dieser deutsche LKW zu sehen. Es ist der Sattelzug von Volker Eckart. Somit war es leicht, auch zu eruieren, wo er sich mit diesem Sattelzug, der in Spanien fotografiert worden ist, aufgehalten hat. Man hatte dann feststellen können, dass er, als wir mit den Ermittlungen begonnen haben, in Köln war, und haben dann sofort die Kölner Kollegen verständigt und gebeten, ihn festzunehmen, wo ich ihn dann später abholte. Ralf Behrendt muss als Ermittlungsleiter nun versuchen, den Tatverdacht gegen Eckart zu erhärten. Bereits zu diesem Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass Eckart ein Serienmörder ist. Im Führerhaus des LKW finden sich zahlreiche Fotos und Trophäen. Wir haben angenommen, dass er ein Serientäter ist, und wir wollten natürlich Informationen zu diesen Fotos haben. Er hat sich dann zusammen fotografiert mit diesen Prostituierten, die nackt waren und gerade erdrosselt waren bzw. erwürgt waren, unter einem Strangwerkzeug hangen, und hat dazu Texte geschrieben. Es sind Beschreibungen seiner Taten wie diese. Das schöne Weib hat kaum gekämpft, sie war leicht zu erwürgen. Zwischen November 2006 und Juli 2007 vernimmt Ralf Behrendt den inzwischen 47-jährigen Eckart mehrere Dutzend Male. Die Ermittler sind überzeugt, dass er noch mehr Morde begangen hat. Es waren auf jeden Fall mehr als 6 Opfer, davon gehe ich aus. Wir hatten nämlich auch noch Aufzeichnungen von ihm, schriftliche Aufzeichnungen, wo diese Morde beschrieben worden sind, durch ihn selber handschriftlich. Und das deckte sich mit seinen Aufzeichnungen, mit den Ermittlungen über diese Morde in Tschechien und in Italien. Doch Volker Eckart kann nicht mehr vor Gericht gestellt werden. An seinem 48. Geburtstag erhängt er sich in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Bayreuth. Er hat sich selber die Luft genommen, er hat das gespürt, was er anderen Frauen angetan hat. Und damals habe ich wirklich gedacht, Feigling, und das kann ich nicht anders sagen, mein allererster Gedanke war, Feigling, er entzieht sich den Konsequenzen, die ihn erwartet hätten. Volker Eckart hat ja zu mir gesagt, Herr Behrendt,
Sie glauben bestimmt, ich bin ein Monster. Die Frage habe ich offen gelassen, ich habe sie nicht beantwortet. Er ist zu diesem Mörder geworden, aus welchem Grund auch immer. Er hat ja auch nicht nur weibliche Opfer, die er tötete oder würgte. Er hat auch Freundinnen gehabt, er hat auch Bekanntschaften gehabt. Da ist er nie gewalttätig geworden. Er hatte auch Sex mit Freundinnen, da ist nie etwas passiert. Also wenn bei Volker Eckert die sexuelle Deviation im Vordergrund steht, steht bei I die Sozialität und das soziale Abgleiten in eine sozial nicht mehr wirklich kontrollierbare Persönlichkeit hinein. Professor Nedo Piel spricht über einen weiteren Hochrisikotäter, Manfred I., ein zweifacher Mörder und Sexualstraftäter. Seinen ersten Mord begeht er mit gerade mal 18 Jahren. 1992 vergewaltigt er die 20-jährige Patricia S. in der Nähe von Koblenz. Nach der Tat geht er mit ihr zu einem nahegelegenen Bach. Diese Situation hat er dann ausgenutzt und sie unter Wasser gedrückt und ertränkt. Als Motiv für dieses Vorgehen hat er angegeben, dass er mal sehen wollte, wie es ist, einen Menschen zu töten und prüfen wollte, ob er in der Lage wäre, so etwas zu tun. Und er ist dann auch noch nach der Tötungshandlung beim Opfer geblieben, hat eine Zigarette geraucht und sich anschließend entfernt. Also zum Zeitpunkt der Tat war es so, dass er die Tat begonnen hat als Sexualdelikt. Und dass er dann dieses Opfer, das getötete Opfer, noch entwertet hatte, zeigt also die, auch den sadistisch quälerischen Aspekt. Das Opfer ist für Manfred I. nichts wert. Es ist nur eine Figur, über die er Macht ausüben kann. So denkt er und so handelt er auch. I war jemand, der ganz wurscht, ob es Mann oder Frau war, der für ihn nichts bedeutet hat, den er rücksichtslos für seine eigenen Interessen benutzt hat. Da war das Dissoziale sozusagen, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Hinzu kam beim Geschlecht, dass es da noch diesen sexuell-sadistische Komponente gab. In den folgenden Jahren überfällt Manfred I. mehrere Frauen. Im Frühjahr 1993 schlägt er am Starnberger See eine junge Fahrradfahrerin mit einer Eisenkette nieder. Das war spontan, aus dem Moment heraus, die Gelegenheit ergibt sich, ich ergreife sie, ich nehme alles, was mir vor die Flinte kommt. 3 Jahre später lebt er auf Mallorca. Dort greift er am Strand eine Frau an und versucht sie mit einem Schnürsenkel zu erdrosseln. Für die Tat muss er ins Gefängnis. Niemand erkennt die Gefahr, die von ihm ausgeht. Manfred I. bekommt keine Therapie. Auf Mallorca gab es keine, und als er dann irgendwo aufs Festland gekommen ist, gab es auch zu dem Zeitpunkt überhaupt keine. Und jetzt gibt es so Therapien für schwere Psychosen, aber für Sexualstraftäter gibt es keine wirklich ausgefeilten Therapien wie bei uns. Manfred I. wird 1999 nach Deutschland abgeschoben. Kurz darauf ist er wieder auf der Jagd nach einem Opfer. In der Nähe von München versucht er, eine junge Frau zu vergewaltigen. Er wird aber von Passanten gestört und flüchtet. Er sieht die Konstellation, dass da eine Frau alleine mit dem Fahrrad ist. Er bringt sie zu Boden, zu Sturz, und versucht dann, die Kontrolle über sie herbeizuführen. Wie macht er das? Er hat geeignete Mittel dabei. Es gibt ein Messer, das dabei ist. Es gibt Daumenfesseln, die dabei sind. Das heißt, er führt all das mit, um das Opfer unter Kontrolle zu halten. Das heißt aber, die Intention, sich da schon einer Frau zu bemächtigen, vielleicht auch schon eine Ortsverlagerung vorzunehmen, die lässt sich schon aus diesem Delikt erkennen. Einen Monat später begegnet er in Oberschleißheim bei München Diana Kubasch.
Die 19-jährige Dresdnerin kommt von der S-Bahn-Station und fährt die letzte Strecke mit dem Fahrrad. Sie will in das Hotel, in dem sie arbeitet und während ihrer Lehre auch wohnt. Wenige hundert Meter vor ihrem Ziel wird sie von Manfred I. überfallen. Er bringt sie in seine Gewalt und verschleppt sie in seine Wohnung. Hier in diesem Haus in der Nähe der S-Bahn-Station missbraucht er die junge Frau. Mehr als 17 Stunden hält er sie fest. Und in dieser Phase hat er sie mehrfach die ganze Nacht im Grunde genommen immer wieder sexuell überfallen, vergewaltigt und dergleichen mehr. Ich war persönlich überrascht, wenn Sie sich dieses Delikt anschauen, dass es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus handelt. Denn sie dorthin ein Opfer zu bringen, an diesem Opfer all diese Handlungen zu setzen, die ja auch mit erheblichen Schmerzen verbunden sind, die Gefahr, dass das Opfer schreit, dass es Widerstand leistet, das in einer Wohnung zu machen, das hat uns dann schon überrascht. Wir hätten uns eher eine etwas abgelegenere Örtlichkeit vielleicht vorgestellt, aber das entsprach ein bisschen auch der Persönlichkeit dieses Täters. Wenn Sie das Wort kaltblütig verwenden, würde das der Begriff bei I etwas sein, was die gesamte Persönlichkeit betrifft und nicht nur den Bezug zu Frauen, sondern auch zu anderen Mitmenschen. Auch als Mann würde man ihm sozusagen in einem Konflikt nicht begegnen wollen, weil er da auch keine Hemmungen hat, sich durchzusetzen. Genauso kaltblütig ermordet Manfred I. Diana Kubasch. Er bringt die junge Frau zurück in den Wald und tötet sie dort. Ihr Leichnam wird am 18. Oktober 1999 gefunden. Udo Nagel war damals Chef der Mordkommission. Alexander Horn leitete bereits damals die operative Fallanalyse. Schnell erkennen die Ermittler den Zusammenhang zu der versuchten Vergewaltigung einen Monat vorher. Also die Gefährlichkeitsbewertung wurde dadurch nur weiter erhöht, um zu sagen, wir haben es mit jemandem zu tun, der ein hohes Potenzial hat, auch ein Serientäter zu sein. Durch einen Zufall kommt die Polizei München schnell auf Manfred I. Ein eingeschlagenes Fenster in seiner Wohnung erregt ihre Aufmerksamkeit. Da er polizeibekannt ist, gehen sie dem nach. Die Wohnung scheint verlassen. Da ist die Spur immer heißer geworden. Und sind am Sonntag in der Früh in die Wohnung gegangen, haben Spuren gesichert. Und zwar sowohl von ihm als auch von der Diana Kubasch. Und die sind dann abgeglichen worden, siehe da. Dann war klar, Diana Kubasch war in dieser Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Manfred I. bereits abgesetzt. Er flieht quer durch Europa nach Griechenland. Die Münchner Polizei fahndet international nach dem Mörder von Diana Kubasch. Rund zwei Wochen nach der Tat wird er in Griechenland festgenommen. Schon bei seiner ersten Vernehmung gesteht er. Peter Boje war 1999 der zuständige Staatsanwalt in dem Fall. Die emotionslose Art, mit der Manfred I. die Tat gestanden hat, hat er bei einem Verdächtigen noch nie erlebt. Das Normale bei geständigen Tätern ist, dass sie in irgendeiner Form Ausflüchte suchen. Dass sie versuchen, die Schuld auf das Opfer zu schieben, die Tat zu beschönigen oder sich in Selbstmitleid ergehen. All das war bei Manfred I. nicht der Fall. Er ging mit seinen Opfern schonungslos um, aber auch schonungslos mit sich selbst. Es war eine emotionale Kälte, würde ich es beschreiben. Ein Draufblicken auf die Tat mit einer relativ großen Nüchternheit, das Beschreiben von Ereignissen ohne emotionale Beteiligung. Die Polizei überprüft auch die Vergangenheit von Manfred I. und stößt dabei auf den bislang ungeklärten Mord an Patricia S. aus der Nähe von Koblenz. Als die Ermittler ihn damit konfrontieren, gesteht er auch diesen Mord. Im Jahr 2000 beginnt der Prozess. Manfred I. ist wegen Doppelmordes und versuchter Vergewaltigung angeklagt. Das Landgericht München verurteilt ihn zu lebenslanger Haft. Die Richter stellen die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass eine
Entlassung bei Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe bereits nach 15 Jahren nicht möglich ist, sondern erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, in der Regel nach mehr als 20 Jahren überhaupt, eine Prüfung möglich ist. Im Fall Manfred I. wurde zusätzlich die Sicherungsverwahrung verhängt. Das ist keine Strafe, sondern juristisch nennt man das Maßregel und bedeutet, dass jemand, der seine Strafe verbüßt hat, weiterhin letztlich hinter Gittern ist, nicht in Freiheit ist, weil er gefährlich ist. Ja, wie hat Manfred I. in der Vernehmung selbst gesagt, es ist gut, dass Sie mich gefasst haben. Ich würde es nämlich wieder tun. Und genau das macht diese Hochrisikotäter auch so gefährlich, vermutlich ein Leben lang. Das war die Spur der Täter für heute. Danke fürs Zuschauen. Diese und andere Folgen können Sie noch einmal in der RBB Mediathek anschauen. Wir sehen uns hier, wenn Sie mögen, am nächsten Sonntag wieder um 19 Uhr mit einem neuen spannenden Fall. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.